Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid zum WBSC Skills. Der Windows Server Fokus im Monat November geht es um das Thema Server 2019 als Server Core. Wir haben 13 Uhr und damit geht es los. Wie ihr das kennt, hat unser Fokusmonat typischerweise vier Termine. Wir haben beim Server Core gestartet mit den Rahmenbedingungen und Installationen. Haben dann im letzten Termin am 9. November das Ganze als Domain-Controller konfiguriert, haben heute geplant, einen Server-Core als Hyper-V-Host zu konfigurieren und nächsten Montag geht es um Server-Core als Host für weitere Termine. Solltet ihr irgendwas verpasst haben von der Serie oder einer der vorherigen Termine, dann schaut einfach auf youtube.com/manfredhelber. Findet ihr alle Aufzeichnungen on demand. Aber der Vorteil des Live-Termins ist natürlich immer, dass ihr Fragen stellen könnt. Dazu könnt ihr einfach die Chat-Funktionalität verwenden. Schreibt eure Fragen rein, schreibt euer Feedback rein. Schreibt mir gerne jetzt auch rein, ob ihr mich hören könnt, ob ihr die erste Präsentation sehen könnt, weil, wie ihr das kennt von dem Server-Fokus, Fokus liegt auf den Live-Demos. Das heißt, ich werde jetzt sofort in eine Live-Demo wechseln. Und werden uns die Installation und die Verwaltung anschauen. Und da ist natürlich perfekt, wenn ihr einen guten Blick auf meinen Screen habt, wenn das auch alles zu sehen ist. Und damit lege ich auch direkt los. Ich wechsle hier mal in meine Live-Demo-Umgebung. Und naja, ich habe uns installiert einen VM als Server Core. Ich melde mich da mal an. Das ist er. Ich könnte hier also mal rausgehen und sagen, ah ja, no restart required will er nicht. Der hat gerade noch ein paar Updates installiert. Also, der heißt D110HV11. Der ist in der Domäne mhdemolab.de. Ist noch kein Hyper-V installiert. Das müssten wir jetzt noch machen. Jetzt haben wir das letzte Woche beim Server Core als Domain-Controller schon gesehen. Wir könnten natürlich solche Rollen hier an der Konsole installieren. Ich könnte ja dann über PowerShell und Ähnliches dort arbeiten. Haben wir dort auch gemacht. Jetzt hier bei dem Thema Hyper-V würde ich gerne mal ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, ich öffne hier eine Maschine, wo ich das Windows Admin Center installiert habe. Das ist die aktuelle Version des Windows Admin Centers, was ich hier habe. Und ich füge über Add hinzu einen Server. Und dieser Server heißt D110-HV11. Was ich also vorbereitet habe, ist das, was wir im ersten Termin gesehen haben. Ich habe einen Server 2019 Standard als Server Core installiert. Ich habe den in die Domäne aufgenommen, ich habe Windows Updates installiert und das war es letztendlich. Diese virtuelle Maschine hat vier virtuelle CPUs, die hat 16 GB Memory und die hat ja die Nested Virtualization aktiviert, denn ich möchte in der Nested Virtualization jetzt gleich ein Hyper-V auf dem Server Core zeigen. Das ist für mich in der Demo-Umgebung der einfachste Weg, das zu machen. Da muss ich nicht einen weiteren physischen Server hinzunehmen. Auf dem physischen Server ging das aber im Prinzip genauso. Ich habe noch kein Hyper-V installiert, das hatte ich gesagt. Also Hyper-V ist dort noch nicht drauf auf dem D110HV11. Den füge ich mal hinzu. Sehen wir, der wurde hier noch nie kontaktiert. Gehen wir mal drauf auf den D110HV11 und wir sehen, wie ich gesagt hatte, Windows Server 2019 Standard ist das Operating System, 16 GB Memory, das passt soweit. Jetzt können wir hier eine Rolle installieren, indem wir einfach mal auf Rollen und Features gehen. Dauert kurz, bis die Liste der Rollen und Features geladen ist. Ich bin also ja, von der Konsole her an der Maschine D110WAC02 und ich konfiguriere dort den D110-HV11, indem ich dort jetzt dann gleich die Rolle Hyper-V installiere. Das möchte ich haben, das heißt Hyper-V wähle ich aus. Dann sage ich, die möchte ich installieren. Jetzt kalkuliert er die Abhängigkeiten. Das heißt, dass das ein Server Core ist, stört mich im Moment nicht. Ich muss mich nicht groß umstellen. Ich nutze das Windows Admin Center.
sag hier, er soll den Server automatisch rebooten, wenn das installiert ist und erforderlich ist. Und bei Hyper-V muss er neu starten und über ein Yes werden jetzt die Rollen und Features installiert. Das dauert ein Momentchen. Das können wir hier oben über dieses Benachrichtigungssymbol immer nachverfolgen. Das heißt, da sehe ich dann, aha, da wird jetzt etwas installiert. 60% hat er. Wir haben die entsprechende Uhrzeit dazu. Und dann würde er uns natürlich auch sagen, wenn dann der Neustart durchgeführt wird und so weiter. Also hier oben über die Notification habe ich immer so meinen Verlauf, was dort alles passiert. An dem Server-Core selbst, naja, hier werden wir gleich sehen, dass der einen Restart macht. Da müssen wir jetzt mal das so ein bisschen hinjonglieren, dass wir hier die Notification sehen. Also da ist er noch am Installieren und jetzt macht er seinen Neustart. Habe ich es gerade verpasst, aber wir werden sehen, wie er jetzt gleich lädt. Das heißt, in Progress Installing Hyper-V, das wird installiert und jetzt werden wir hier gleich sehen, genau, Hyper-V, die Maschine startet. Das OS lädt neu und dann wird der nochmal gestartet. Machen wir alles aus der Ferne. Stört uns, wie gesagt, nicht, dass es ein Server-Core von der Installation her ist. Am grafischen Server würde das im Windows Admin Center genauso aussehen, wenn wir es über das Windows Admin Center machen. Wir hätten natürlich am Zielserver die GUI zur Verfügung. Jetzt warten wir mal ganz kurz, bis das fertig ist. Ich starte nämlich nochmal durch. So, jetzt ist er da. Ich könnte mich wieder anmelden. Das will ich aber gar nicht. Sondern ich schaue ins Windows Admin Center und warte hier brav, bis er dort fertig ist. Es gibt ja immer noch so die abschließenden Tasks zur Konfiguration von Hyper-V. Das sehen wir am grafischen Server sehr schön, wenn wir uns dort dann nach dem letzten Neustart, es wird ja zweimal neu gestartet, also nach dem zweiten Neustart am Hyper-V-Host anmelden, dann wird dort der Assistent zum Konfigurieren von Hyper-V finalisiert, wird dort fertig zu Ende geführt und das ist das, was er halt hier in den letzten Prozent auf diesem Host durchführt. Das heißt, hier warten wir das jetzt noch kurz ab, bis er ganz bei 100% ist. An der VM selbst sollte jetzt kein Neustart mehr erfolgen. Ich kann mich da natürlich mal anmelden, dann seht ihr das. Ich habe dort einen Domain-User drin. Aber am Server-Core erscheint dieser Assistent zum Abschluss der Installation oder Konfiguration ja typischerweise nicht. Also Installation von Hyper-V erstmal unkompliziert. Wenn dort Hyper-V drauf ist, können wir weiterhin im Windows Admin Center verwalten. Wir könnten uns aber auf den Zielhost natürlich auch über den Hyper-V Manager verbinden. Ich habe uns hier auf diesem Management-Host D110 WAC02 auch mal den Hyper-V Manager installiert. Auf dem läuft gar kein Hyper-V lokal, aber wir können hier über Manage Add Roles and Features sagen. Schauen wir mal rein. Also Hyper-V ist dort nicht installiert. Hier. Ein Häkchen drin. Aber bei den Features gibt es ja die Remote Server Administration Tools. Naja, und da gibt es Hyper-V, was ich installiert habe. Das ist dort also schon drauf. Ich könnte also hier mal den Hyper-V Manager starten und ich könnte sagen, ich binde dort ein, Connect to Server. So, D110-HV11. Den müsst ihr finden, den gibt es in der Domäne, füge ich hier ein und dann habe ich hier auch die Möglichkeit, mit dem Hyper-V-Manager zu arbeiten. Ich könnte hier die Hyper-V-Settings verändern, ich könnte virtuelle Switches anlegen, virtuelle Maschinen importieren, neu anlegen. Das heißt, auf diesem WAC02, ja, da läuft kein Hyper-V, da ist nur der Hyper-V-Manager installiert. Das könnte auch auf einem Client installiert sein und wir verwalten damit den HV11. Und dieser HV11, das ist, wie wir gesehen haben, ein Server-Core, das ist eine Server-Core-Installation. Also auch Hyper-V-Manager geht. Jetzt schauen wir uns mal noch ein bisschen im Windows Admin Center um. Denn was ich im Windows Admin Center jetzt machen möchte, ja, interessanterweise sagt er da oben immer noch, er wäre dabei. Das ist, ja, schauen wir mal, wie lange er da der Meinung ist, dass Hyper-V noch installiert wird. Also im Windows Admin Center haben wir die Situation, meine virtuelle Maschine hat ein zweites Laufwerk. Ich möchte jetzt also sicherstellen, dass meine VMs nicht auf Laufwerk C liegen. Wir schauen da mal drauf. HV111. Ich gehe mal in die Settings.
Hier sehen wir die Konfiguration der Maschine. Ich möchte also, dass meine VMs auf diesem Laufwerk, auf diesem zusätzlichen Laufwerk liegen. Das da ist unser OS-Laufwerk, ja, also da liegt das OS und das da, das untere, das soll unser Data-Laufwerk sein. Jetzt ist das aber noch gar nicht konfiguriert, ja, ich habe das noch nicht. Wenn ich an Server Core rangehe, dann würde ich dort sehen, können wir mal machen. Ich gehe hier mal in das Windows Admin Center und ich gehe mal auf den Server 11. Und im Server 11 gehe ich hier mal auf Files und File Sharing. Dann sehe ich, oh, irgendwie im File Explorer gibt es ein Laufwerk C. Ja, C ist das optische Laufwerk. Also gibt es noch kein Laufwerk für die Installation der VMs. Naja, dazu gibt es aber hier die Möglichkeit, wenn ich dort mal reingehe und Storage, ich bin also im Windows Admin Center wieder auf dem HV11 verbunden. Und unter Storage sehe ich, da gibt es eine Disk 1 und diese Disk ist aktuell nicht initialisiert. Auch das könnte ich wieder über die Konsole machen und ähnliches. Ich muss aber immer bedenken, der HV11 hat halt keine klassische grafische Oberfläche. Also ich muss für mich überlegen, was ist denn jetzt der einfachste Weg, das zu machen. Einen sehr unkomplizierten Weg finde ich hier übers Windows Admin Center. Klicke ich an ein Initialize Disk, sagt, es soll GPT-Datenträger werden. Ich klicke auf Submit, warte ein kurzes Momentchen, bis das hier aktualisiert ist. Und dann mache ich ein Create Volume und dieses Volume bekommt einen Laufwerksbuchstaben. Bei mir Laufwerksbuchstabe E, Volume Label ist VMs. Ich nutze NTFS als Dateisystem und ich möchte die gesamte Größe verwenden, die zur Verfügung steht. Jetzt wird mein Volume angelegt. So, jetzt ist er, glaube ich, immer noch der Meinung, dass er da Hyper-V konfiguriert. Ja, das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Ich habe aber einen Backup-Host, wenn da was schief gehen sollte. Aber wir haben ja gesehen, beim Hyper-V-Manager kommen wir schon mal drauf. Also da geben wir ihm mal noch ein Momentchen Zeit. Da steht in Progress. Da braucht er aus irgendeinem Grund gerade sehr lange, aber es kann auch ein Fehlverhalten im Windows Admin Center sein. Weil wir haben gesehen, der Host ist zweimal neu gestartet, der ist schon wieder da. Das heißt, Hyper-V ist an sich installiert. Vielleicht hat das Windows Admin Center auch nur noch nicht sauber mitbekommen. Jetzt, wenn wir den Hyper-V-Host weiter vorbereiten, dann brauche ich jetzt ja, wenn ich VMs anlege, irgendwo mal eine Installationsdatei oder ein Template. Jetzt, wenn wir dem Hyper-V-Host etwas zukopieren wollen, naja, da würde ich den Windows Explorer nehmen und ich würde dort mal eingeben, backslash backslash d110-hv11 backslash zum Beispiel C$. Also die Sources, könnten wir jetzt mal sagen, legen wir auf C$, die Installationsquellen. Wir können es auch auf E gleich legen, wenn euch das lieber ist. Aber wir werden feststellen, das geht nicht. Wir kommen da ins Netzwerk nicht drauf, weil jetzt überlegt mal, was müsstet ihr denn am grafischen Server machen? Am grafischen Server müsst ihr doch dafür Sorge tragen. Seht ihr, da kommen wir nicht hin. Sagt er, irgendwie nicht erreichbar, dieses System. Am grafischen Server müssten wir doch in die Firewall-Einstellungen. Ich kann das mal an so einem grafischen Hyper-V-Host machen. Das ist ein grafischer Hyper-V-Host. Da würden wir jetzt hergehen und sagen, okay. Ich gehe in die Firewall und ich lasse den ja, SMB-Datenzugriff zu. Ja, würden wir über den Server Manager machen, dort zum Beispiel auf die Firewall. Auch der grafische Server antwortet dort nicht standardmäßig. Also das ist nicht irgendwie eine höher konfigurierte Sicherheit. Jetzt ist das Problem, wir haben ja keine GUI am Server HV11. Ja, wir haben sconfig und ich könnte natürlich über NetSH auch die Firewall konfigurieren, ist aber alles viel zu umständlich. Das mache ich nämlich wiederum über das Windows Admin Center. Das heißt, im Windows Admin Center gehe ich jetzt mal auf die Firewall-Einstellungen dieses Systems, so des Systems HV11, meines Zielsystems, wo ich etwas hinkopieren möchte. Der Rechner ist in der Domäne. Also bin ich hier Domain-Profil und ich habe eine Incoming-Rule. Da sehen wir, das sind so die Regeln, die ihr auch in einer anderen Optik in der klassischen Firewall-Konfiguration findet. Und wenn ich dort ein bisschen runter scrolle, haben wir Core Networking. Und da haben wir ein
Entschuldigung, nicht Core Networking. Wir haben ein File and Printer Sharing SMB in. Wir wollen eine SMB-Netzwerkverbindung eingehend erlauben. Das wäre die Policy dafür und die ist disabled. Das ist der Standard. Also das ist auch im grafischen Server der Standard. Status disabled. Das heißt, das funktioniert nicht. Also wähle ich das hier aus und sage, ich würde das gerne enablen. Enabling Firewall Rule. So, jetzt steht die auf Enabled. Jetzt probieren wir nochmal, ob wir da hinkommen. Die 111 Backslash C Dollar. Und schon sind wir da. Funktioniert sofort. Da also immer dran denken, sowas ist typischer typischerweise Firewall. So, ich mache jetzt hier einen Sources-Ordner und kopiere mir dort eine Installationssource rüber, um das Ganze jetzt dann dort nutzen zu können für eine VM, die ich dort installiere. Also, soweit so gut. Hyper-V haben wir installiert. Wir haben zusätzlich auf dem Windows Admin Center System auch noch den Hyper-V Manager, weil den wird man manchmal brauchen für Importaktionen und so. Also es sind halt leider noch nicht alle Features im Windows Admin Center drin. Und jetzt habe ich noch ein Laufwerk initialisiert, wo die VMs dann liegen sollen. Und ich habe auch noch eine ISO-Datei dorthin kopiert, mit der ich dann VMs installieren kann. Jetzt werdet ihr sagen, oh, das mit der Firewall hätten wir gar nicht gebraucht. Wir hätten dort auch auf File and Printer Sharing gehen können und hätten dort sagen können, wir gehen einfach aufs Laufwerk C in Sources und wir laden dort eine Datei hoch. Ich kann ja hier über einen Upload das auch hochladen, ist richtig. Dazu brauche ich die Firewall-Einstellung nicht, aber das dauert ewig. Diese ISO-Datei, knapp 5 GB groß, das war jetzt bei mir eine Aktion von ein paar Sekunden. Wenn ich das über den File-Upload mache, würde ich mal sagen, locker 5 bis 10 Minuten, bis die Datei da ist. Also ich habe es jetzt nicht wirklich gestoppt, aber es dauert im Vergleich viel, viel länger. Deswegen würde ich das immer klassisch kopieren. Wenn ihr es über die Kommandozeile machen wollt, könnt ihr dort ja auch über einen Copy-Befehl oder X-Copy-Befehl Inhalte kopieren. Aber diesen Upload, den würde ich wirklich nur so als Notlösung verwenden, aus Performance und Zeitgründen letztendlich. So, wir schauen mal, was da oben los ist. Okay, das hat er alles schön gemacht. Er ist immer noch der Meinung, dass er Hyper-V installiert. Das führt natürlich dazu, wenn er das aus seiner Sicht noch nicht abgeschlossen hat, dass ich auf dem HV111 auch noch nicht die Hyper-V-Einstellungen habe, wie hier virtuelle Maschinen und virtuelle Netzwerke. Und auch in den Settings habe ich noch nicht die Hyper-V-spezifischen Einstellungen. Bei dem HV112, den ich schon vorher mal vorbereitet habe, da müsste all dies da sein. Genau, da gibt es hier Virtual Machines, Virtual Switches und dort gibt es die Settings. Und dort haben wir die Hyper-V-Host-Settings. So, jetzt sind wir nicht auf einen Fehler gelaufen. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass das untypisch ist, aber dass es jetzt nicht gezielt zu einem Problem führen wird. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten entweder ein Momentchen warten, das finde ich nicht besonders zielführend, oder wir könnten alternativ sagen, naja, wir schauen uns das dann nach Abschluss der Installation, also wenn er hier wirklich der Meinung ist, dass das fertig ist, schauen wir es uns im Windows Admin Center weiter an. Aber wir haben doch auch schon den Hyper-V Manager. Habe ich ja extra erwähnt, installiert und mich auch schon mal drauf verbunden. Das heißt, wir könnten im Hyper-V Manager schon mal hergehen und ein paar Dinge konfigurieren, nämlich zum Beispiel die Hyper-V Settings. Ich zeige sie euch dann später auch gleich nochmal im Windows Admin Center. So, Admin Center mal neu starten ist dort eine Anmerkung. Das ist eine gute Anmerkung. Das mache ich ganz kurz, bevor wir ins Hyper-V Manager rübergehen. Denn das Windows Admin Center selbst hat zwar hier so einen schönen Refresh, ja, wo wir Inhalte aktualisieren können und auch bei dem Server 11 natürlich einen Refresh. Aber manchmal dauert das zu lange. Naja, und jetzt habe ich gar keinen Restart des Windows Admin Centers gebraucht. Der ist zwar immer noch bei 92% von der Anzeige her, aber jetzt habe ich für mein HV111 hier die Virtual Machines, Virtual Switches. Ich habe es nicht neu geladen.
Ich habe hier die Settings, General und so weiter. Das heißt, wir können hier weitermachen. Wir müssen nicht in den Hyper-V-Manager rüber. Und sollte zum Schluss der da immer noch optisch bei 92% stehen, dann lade ich auch das Windows Admin Center mal neu. Ich würde bloß mal gerne abwarten, ob er sich da vielleicht selber wieder einfängt. Jetzt können wir also hier weitermachen. HV111, Entschuldigung, HV11. Wenn ich ganz runter scrolle und auf die Settings gehe, und wenn das ein fertiger Hyper-V-Host ist, dann habe ich dort bei den Hyper-V-Host-Settings zunächst mal General, allgemeine Einstellungen. Da geht es um den Standardpfad. Den würde ich bei mir ändern, denn ich würde gerne meine virtuellen Maschinen legen. Ich gehe einmal nach oben. Ich möchte das aufs Laufwerk E. Und ich hätte dort gern einen neuen Ordner und diesen nenne ich VMs. Dort würde ich den gerne hinlegen. Das heißt, das ist mein Pfad für die Virtual Hard Disks und den gleichen Pfad nutze ich auch für meine Virtual Machines. Das wähle ich identisch. Das ist etwas, was sich bewährt hat, unabhängig vom Thema, ob das ein Server-Core ist oder nicht. Dann haben wir hier den Scheduler, Core Scheduler und Classic Scheduler. Ich höre in letzter Zeit wieder häufiger, dass Windows Server 2019 unter Hyper-V angeblich schlechter performen würde als Windows Server 2016. Dazu muss man wissen, Windows Server 2016 hat by Default den Classic Scheduler aktiv und Windows Server 2019 hat by Default den Core Scheduler aktiv. Der Core Scheduler ist ein Sicherheitsfeature. Das sorgt nämlich dafür, dass wir in einem Hyper-V-Host eine etwas geringere, ja, ich sag mal, Parallelisierung haben. Das heißt, es werden etwas weniger Workloads parallel ausgeführt. Und zwar würde der Core Scheduler darauf achten, dass wenn ein Thread einen logischen CPU auf einem Core für sich benutzt, dass dann von keiner anderen VM auf dem gleichen Core ein Thread laufen dürfte. Das wäre technisch möglich, weil durch Hyper-Threading wird ja jeder Core in zwei logische CPUs zerlegt. Das könnte aber dazu führen, dass es sehr komplexe, aber mögliche Angriffsszenarien gibt, aufgrund der so in dem letzten Jahr bekannt gewordenen Prozessor-Sicherheitslücken, die es so gibt. Deswegen sagt Microsoft, Core Scheduler ist ein softwareseitiger Mechanismus, der ein bisschen die Parallelisierung rausnimmt, ohne aber Hyper-Threading auszuschalten. Sorgt dafür, dass ich dadurch, dass das die Default-Einstellung ist, eine etwas schlechtere Performance eventuell im Windows Server 2019 sehe. Naja, das aber bei anderen Hypervisor-Anbietern auch so. Also das gleiche Problem, was ich gerade geschildert habe, gibt es bei VMware, da gibt es einen Patch. Wenn ich den aktiviere, dann sehe ich auch gewisse Leistungseinbußen. Wenn ich den nicht aktiviere, sehe ich die Leistungseinbußen nicht. Ich habe aber auch nicht diese Sicherheit, die ich aber vielleicht bei dem Kunden, der einen Standard-Hyper-V-Host hat und nur seinen eigenen Workload betreibt, auch gar nicht brauche. In einem Hosting-Szenario muss ich das unbedingt machen, weil sonst könnte ja ein böser Kunde versuchen, auf Content eines anderen, nicht bösen Kunden zuzugreifen. Der Windows Server 2016 steht standardmäßig auf dem Classic Scheduler, lässt sich aber, wenn er aktuell gepatcht ist, auch auf den Core Scheduler umschalten. Beim Windows Server 2019 ist es umgekehrt. Also das ist der Hintergrund hier. Core Scheduler, Classic Scheduler. Enhanced Session Mode. Moment, Continue Editing. Ich muss das natürlich erstmal saven hier auf der Seite. So, das habe ich gespeichert. Gehen wir zum Enhanced Session Mode. Will ich den Enhanced Session Mode erlauben? Ja, das ist was Gutes. Das will ich zwar vielleicht nicht als Standard haben, aber ich will es doch ermöglichen. Kann ich hier speichern. Dann möchte ich ein NUMA-Spanning zulassen. Das ist standardmäßig aktiv. NUMA-Spanning bedeutet, dass mein Workload über NUMA-Knoten hinweg arbeiten darf. NUMA-Knoten ist in der Praxis häufig ein Prozessorsockel. Das heißt, es ist die Frage, darf eine einzelne VM nur maximal die Ressourcen eines Prozessorsockels nutzen oder darf die auf zwei Prozessorsockel verteilt laufen, inklusive des zugehörigen Speichers?
Das ist natürlich nicht nur wichtig, wenn ich eine große VM habe, die ganz viele Ressourcen für sich beansprucht, sondern auch wenn ich eine gewisse Grenzsituation erreiche, wo vielleicht restliche Ressourcen an die VMs verteilt werden sollen. Da haben wir die Live Migration. Will ich die zulassen oder nicht? Ja, Live Migration möchte ich haben. Wie viele Live Migrations? Welche Authentifizierung verwende ich? Wie sieht es mit der Performance aus? Und welches Netzwerk soll eigentlich verwendet werden für die Live-Migration? Nur ausgewählte oder jedes Netzwerk? Auch das speichere ich mal. Und dann haben wir noch die Storage Migrations, sind standardmäßig zwei aktiv. Da geht es jetzt um das Verschieben von zum Beispiel virtuellen Festplatten und Konfigurationsdateien, die zur virtuellen Maschine gehören. Es geht also nicht um den Workload, der wäre unter Live Migration zu finden, sondern um die Storage-Komponenten zu dieser VM. Okay, Hyper-V-Settings. Jetzt, wenn wir uns das mal im Vergleich im Hyper-V-Manager anschauen, da hätten wir das auch gefunden. Ich muss bloß einmal raus und muss das neu aufmachen, dass er die Settings anzeigt. Die Pfade sehen wir hier: NUMA-Spanning, Live Migration, Storage Migration, Enhanced Session Mode. Replication hatten wir im Hyper-V, Entschuldigung, im Windows Admin Center leider nicht. Das ist sowas, da könnte man Microsoft schön Feedback geben und sagen, das brauchen wir aber da, das ist ein tolles Feature, das wollen wir nicht unbedingt dann wieder im Hyper-V Manager machen müssen. So, jetzt könnte ich natürlich auch hier einen virtuellen Switch anlegen und eine neue virtuelle Maschine anlegen, aber auch dazu gehe ich jetzt mal zurück ins Windows Admin Center. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Ich mache das Windows Admin Center auf und ich möchte gerne einen virtuellen Switch konfigurieren. Das ist das Erste, was wir brauchen. Bei den virtuellen Switches sieht es so aus, ich mache einen neuen virtuellen Switch. Der virtuelle Switch, der bekommt einen Namen. Das ist der HV11 VM Switch 01. Der Typ ist external, der nutzt einen Netzwerkadapter mit, der hier gleich auftauchen müsste, genau diesen. Jetzt steht da dran, wenn wir mehr als ein Netzwerkinterface auswählen, was technisch identisch ist, also wenn wir mehrere technisch identische Netzwerkinterfaces auswählen, dann ist es so, dass er automatisch einen Set-Switch, einen Switch Embedded Teaming baut. Das ist ganz cool, das muss ich dann also nicht manuell machen, da muss ich nicht die PowerShell bemühen, sondern das würde das Windows Admin Center für mich durchführen. Jetzt legen wir den Switch mal so an. Perfekt. Virtual Switch wird erstellt. Da ist ja immer ein gewisser Delay im Windows Admin Center mit dem Erstellen, also das Abschicken des Kommandos und dann auch des Visualisierens. Also mein Switch ist, naja, wird noch erstellt. Starting to create virtual switch. Wenn wir das abgeschlossen haben, dann wird er nach einer kurzen Wartezeit hier auftauchen. Wir halten uns an der Stelle immer vor Augen, der HV11. Das ist ein Server Core. Ja, so schaut er aus. Stört mich aber nicht. Ich kann mich auf das Wesentliche konzentrieren. Oder der Server vielmehr kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Der hat keinen unnötigen Ballast dabei, was sich natürlich gerade auch beim Patchen dann auswirkt. Und, sind wir mal ehrlich, wenn wir so ein Hyper-V-Host haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Mach mal eine 15 Exit to Command Line. Dass jemand auf die Idee kommt, dort irgendeinen Quatsch zu installieren, weil er vielleicht gar nicht weiß, wie das geht. Wenn ich hingegen so einen Server habe, was auch ein Hyper-V-Host ist, dann kann es schon mal sein, dass jemand da auf die Idee kommt und sagt, ich installiere dort XCX oder Y. Funktioniert ja. Ich weiß ja, wie es geht. Das ist eine grafische Oberfläche. Tolle Sache. Läuft einfach, ist aber keine tolle Sache natürlich für den Hyper-V-Host. Der sollte ja möglichst schlank sein. So, jetzt haben wir unseren HV11 VM-Switch. Ich kann dort natürlich die Settings vornehmen, so wie wir das vom Hyper-V-Manager kennen. Das heißt, ich könnte dann hier die Option wählen: Allow Management OS to share this network adapter. Ich habe den Namen, ich habe die Nodes, ich habe den Switch-Type, also so wie wir es
kennen. Settings waren wir, Virtual Switches, jetzt gehen wir zu den Virtual Machines. Jetzt möchte ich nämlich gerne eine virtuelle Maschine anlegen. Oh, aktuell ist noch keine virtuelle Maschine da. Wir bekommen eine erste. Ich kann hier über Add entweder eine importieren. Habe ich jetzt keine da. Wir erstellen eine neue virtuelle Maschine. Die virtuelle Maschine heißt HV11-VM01, also ist auf dem Hyper-V11-VM1 Generation. Beides, ich hätte gern die Zweier. Der Pfad ist EVMs. Was schön ist, er legt unter EVMs einen Ordner an für die VM-Configuration. Jetzt müssen wir bloß mal ganz kurz schauen, wenn wir dort reingehen und sagen, okay, ich hätte gerne EVMs. Ja, das wollen wir gerne haben. Ja, genau, das hat er soweit gewählt. Zwei virtuelle Prozessoren, Nested Virtualization brauche ich nicht. Das finde ich so ein Feature, das wird immer wieder erzählt. Ich nutze das ja auch gerade für meine Demo, weil ich alles wunderschön auf einem Host machen kann. In der Praxis behaupte ich, braucht man das relativ selten. In Hosting-Umgebungen, klar, da ist eine coole Sache, aber ansonsten vermutlich selten. Zwischen 1 und 2 GB hätte ich gerne Dynamic Memory. Ich hätte die VM gerne connected an den virtuellen Switch. Ich hätte gerne virtuelle Festplatte und ein Operating System soll von der ISO-Datei installiert werden, nämlich von meinem Sources-Ordner. Den hatte ich ja auf Laufwerk C erstellt. So, da haben wir die Datei, die übernehmen wir und hängen die ran. Wir können auch übers Netzwerk installieren oder später installieren. So, jetzt erstelle ich mal die VM. Creating Virtual Machine, die ist noch stopped. Jetzt, wenn wir uns diese Maschine anschauen, ja, könnten wir die konnektieren, wir könnten die Power starten, ausschalten und so weiter. Wir können die verwalten. Move, Clone ist vor einiger Zeit mal neu dazugekommen. Domain Join, wenn sie dann läuft. Export. Dann Replikation. Da ist leider, so also aus meiner Sicht leider, weil es die meisten Kunden nicht verwenden, immer Azure Site Recovery dabei. Aus technischer Sicht ist Azure Site Recovery natürlich toll, aber die meisten Kunden, die ich kenne, die machen ein Replika auf Basis der Hyper-V-Replikation. Checkpoints können wir erstellen, wir können die umbenennen, wir können sie natürlich löschen, das geht hier. Und unter More haben wir hier die Settings versteckt. Ob da diese Pünktchen sind oder ob es direkt angezeigt wird, hängt ein bisschen von der Bildschirmauflösung ab. Jetzt gehe ich mal auf die Settings, weil das ist ja etwas, was wir auch aus dem Hyper-V-Manager kennen. Okay, General, Name, Notes. Dann automatische Start-Action, dann ein Delay. Stop Action, Critical Error Action, dann haben wir Memory. Startup Memory, Dynamic Memory, ob es enabled ist, die Memory Gewichtung, optisch ein bisschen anders gemacht als im Hyper-V Manager, aber die Funktionen kennen wir dort. Dann haben wir Prozessoren, ja, können wir festlegen, wie viele Prozessoren, Nested Virtualization, Prozessor-Compatibility. Das ist so eine wichtige Sache. Wir haben ja Hyper-V Live Migration aktiviert. Das wird häufig missverstanden. Das hat nichts mit dem Server Core und Windows Admin Center zu tun, sondern das ist ein grundsätzliches Hyper-V-Ding. Über die Prozessor-Compatibility. Nehmen wir an, ich habe zwei Hosts mit unterschiedlichen CPUs. Ist es nicht so, dass die Features auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert werden, sondern die werden auf das Minimum reduziert, das Hyper-V noch supported ist. Das heißt, die Prozessor-Compatibility würde ich nicht grundsätzlich aktivieren, sondern die würde ich nur in dem Fall der Fälle aktivieren, wo wir eine Live-Migration wirklich auf einen komplett anderen Host haben, wo die sonst scheitern würde, weil er sagt, die Prozessoren sind nicht kompatibel. Das muss nicht immer sein. Also gerade wenn ich von einem Prozessor mit kleinerem Feature Set auf einen Prozessor mit größerem Feature Set verschiebe, wird es immer gehen im laufenden Betrieb.
Auch wenn die sich ähnlich sind, wird das funktionieren. Also man muss sich anschauen und ich würde das nicht pauschal aktivieren. Was ich halt wissen muss, ich kann diese Option nicht aktivieren, wenn die VM läuft. Das geht also nur, wenn die aus ist. Das heißt, man muss ein bisschen planen. Dann ein simultanes Multithreading haben wir hier. Dann haben wir unsere Disks. Ich könnte hier weitere Harddisks hinzufügen, weitere Laufwerke. Wir haben die Netzwerkeinstellungen. Wir können hier die VLAN-Option aktivieren, wenn diese VM ein bestimmtes VLAN hat. Wir haben die Boot-Reihenfolge, die wir hier festlegen können. Checkpoints könnten wir hier verwalten und Security-Einstellungen. Dazu muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, wenn wir mal kurz, ganz kurz reinschauen für die VM, da fehlen noch ein paar Dinge im Vergleich zum Hyper-V-Manager. Wir schauen mal rein. Ich gehe hier mal auf das WAC 02, öffne den Hyper-V-Manager und er sagt uns, er hätte gar keine virtuelle Maschine. Warum habe ich denn gar keine virtuelle Maschine? Habe ich die auf dem falschen Host erstellt? Nö, die habe ich eigentlich auf dem richtigen Host erstellt. Jetzt schauen wir mal. Habe ich was getan? Die VM ist da. Die ist stopped. So, mein Hyper-V-Manager. Der ist ein bisschen verwirrt. Der sagt, die ist angeblich nicht da. Wir gehen da nochmal rein. Das wäre mir jetzt neu, dass es dort eine Inkompatibilität gibt. Gehen wir mal rein. Hyper-V-Manager lade ich nochmal. HV12. Er sagt wirklich, da muss ich dann gleich mal recherchieren, wo die gelandet ist. Jetzt lege ich mal hierüber ganz kurz eine VM an, um euch das zu zeigen. Also ich bin der Meinung, wir sind auf dem gleichen Host, aber das klären wir dann gleich nochmal. Vielleicht aber, da gab es eine Verwechslung der Hosts. Ja, sorry, war mein Fehler. Ich habe den 12er angeklickt, der hier auch noch drin ist. Da war vielleicht das auch kurzzeitig andersrum sortiert, aber ich muss natürlich auf den 11er gehen. Ja, der 12er ist mein Backup-Server. Vielen Dank, das merke ich, lese ich jetzt auch gerade in den Kommentaren, dass ich auf dem 12er war. So, jetzt haben wir die VM 01. Ich gehe mal auf die Settings. Jetzt, wenn wir zum Beispiel auf Prozessor gehen, haben wir hier schon weitere Einstellungsoptionen als im Windows Admin Center. Nämlich zum Beispiel so etwas hier. Ja, vielleicht wart ihr bei unserem Webday zum Thema Exchange dabei und da hat uns der Thomas Stensitzky erklärt, dass so ein Exchange-Server, wenn wir ihn dann virtualisieren, empfohlen ist es ja gar nicht, eigentlich soll er physisch betrieben werden mehr. Aber wenn wir ihn doch virtualisieren, dann müssen wir sicherstellen, dass die zugewiesenen Prozessoren für diesen virtuellen Exchange-Server wirklich zur Verfügung stehen. Dass es also nicht über ein Over-Provisioning dann dazu kommt, dass er die vielleicht gar nicht hat. Und das würden wir machen, indem wir diesen Standardwert, wo die Reservierung auf 0 ist, dass wir den hochsetzen. Ja, wenn ich auf 100 setzen würde, dann wäre es so, dass für diese VM zwei Cores auf dem Host komplett reserviert sind. Oder zwei logische CPUs wäre die korrekte Aussage, sobald diese VM angeschaltet ist. Die sind also nicht reserviert, wenn die VM aus ist, aber wenn die VM angeschaltet ist, dann ist das entsprechend reserviert für diese Maschine an der Stelle. Und dann auch so Dinge wie zum Beispiel die NUMA-Architektur. Da hatte ich kürzlich eine Frage dazu. Da war die Frage, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich zum Beispiel einen SQL-Server virtuell betreibe? Dann gibt es ja unter Umständen Unterschiede oder Third-Party-Datenbank-Applikationen. Gibt es dann Unterschiede in der Lizenzierung? Beim SQL-Server macht es keinen Unterschied von der Lizenzierung her. Der schaut nur auf vCPUs, aber es gibt Third-Party. Server, die machen dann einen Unterschied, wie viele Sockel ich habe zum Beispiel. Und diese NUMA-Architektur, die kann ich anpassen. Das geht im Windows Admin Center noch nicht. Deswegen würde ich da immer beide Tools zur Nutzung entsprechend vorhalten, weil man gerade bei Hyper-V immer wieder mal in den Hyper-V-Manager reingehen wird. Für die Konfiguration. Naja, jetzt bleibe ich aber mal im Windows Admin Center. Ich möchte die Maschine hier über den Power starten. Ich möchte die über den Power, dann, wenn sie gestartet ist, warten wir mal ganz kurz. Da gibt es natürlich auch ein Save, Shutdown, Turn Off, Pause, Resume. Reset ist nicht das Neustarten, was da manchmal falsch vermutet wird, sondern ist wirklich ein harter Reset, so wie wenn ich am So, aber dieses versenkte Reset-Knöpfchen drücke, dann wird das entsprechend zurückgesetzt.
So, jetzt möchte ich mich auf die VM verbinden. Ich gehe hier mal auf Connect und dort gibt es eine Connect-Option, es gibt ein Download-RDP-File und es gibt ein Use Windows Admin Center. Naja, ich mache hier mal ein Connect. Ja, und sagte, es müssen Remote Desktop Services aktiviert sein, damit ich dort mich verbinden kann. Okay, also auf dem Zielhost, auf dem HV11, muss ich sagen, allow remote connections to this computer. Warum? Bei der Connect-Option baut er über den Host eine Verbindung zur VM auf. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr cool gelöst. Jetzt schauen wir es uns nochmal an. Ich gehe auf die Virtual Machines. So, jetzt habe ich meine virtuelle Maschine hier in der Liste. Zack. Und ich habe ein Connect. Und ich gehe nochmal auf Connect drauf. Jetzt macht er über den Host eine RDP-Connection auf die VM drauf. Er nutzt also die Funktionalitäten des Hyper-V-Hosts. Das ist ein Server-Core, aber das stört uns jetzt nicht arg. Wir werden dort jetzt dann gleich die VM sehen. Naja, wir sehen, ich habe hier einen Restart-Now-Button. Das heißt, die ist irgendwie einmal neu gestartet hier an der Stelle und hatte nicht automatisch von der ISO gebootet. Das habe ich jetzt gerade mal angetriggert. So, jetzt sehen wir, ich könnte hier, ich bin über RDP verbunden, ich könnte ein tariffisches Tastaturlayout auswählen, könnte hier auf Next gehen, könnte hier sagen, ich installiere. Ich bin hier im Webbrowser. Ja, Windows Admin Center, Webbrowser funktioniert sehr, sehr gut, ich finde. Gefällt mir auch gut. Steuerung Alt entfernen kann ich senden. Ich kann mich disconnecten. Ich kann hier mal sagen, ich habe gar keinen Product Key. Und mein Host ist ja ein Server Core, deswegen kann ich aber trotzdem in der VM einen Server mit Desktop Experience installieren. Kein Problem. Das heißt, das ist unabhängig voneinander. Da haben wir die volle Flexibilität und genau das mache ich hier mal. Installation läuft jetzt in diese VM hinein. Jetzt habt ihr sicher gemerkt, wir haben uns jetzt so eine halbe Stunde, 40 Minuten knapp in dieser Live-Demo schon bewegt. Wir haben ein paar Mal, wenn ich bewusst darauf verwiesen habe, diesen Server Core hier gesehen. Wir haben uns da mal drauf verbunden, aber ich arbeite an dem System eigentlich gar nicht. Das ist nur noch mein Hyper-V-Vehikel, das heißt, das ist mein Host, der die VMs ausführt. Ich beschäftige mich mit der Konsole dieses Systems nicht weiter, weil ich natürlich ehrlich gestehen muss, ich würde es zwar hinkriegen, aber ich wäre dort viel, viel langsamer als mit so einer grafischen Oberfläche. Vor allem dann halt, wenn ich nicht irgendwelche bereiteten Skripte nutze. Klar, wenn ich dort jetzt irgendwie ein Standardset von VMs deploy, kann ich das alles lokal oder remote per PowerShell tun. Das geht natürlich auch, dass ich mich über die PowerShell da remote verbinde. Aber so die ja, individuellen Verwaltungsaufgaben, individuellen Konfigurationsoptionen, da bin ich natürlich viel, viel schneller, wenn ich ein grafisches Tool zur Hand habe. Und das habe ich hier mit dem Windows Admin Center. So, jetzt lassen wir den mal ein bisschen installieren. Das wird ein Momentchen dauern. Wir haben dann ja, wenn ich hier auf die VM-Liste gehe, dann noch Detailinformationen. Wir sehen jetzt hier bei den Virtual Machines, machen wir es so rum, ich gehe nochmal ganz zurück. Das ist die Liste meiner VMs. Hier finde ich sehr schön, wir haben gleich CPU-Verwendung, zugewiesenen Memory, Memory Pressure, hier so mit Balken und Ampelprinzip, grün, gelb, rot. Den Memory Demand, wie viel Speicher braucht er denn gerade? Und ich kann mich natürlich auch über diese typischen Drill-Down-Funktionalitäten auf die VM runter verbinden und sehe dann, die läuft. Ich sehe den Host, ich sehe dort nochmal Detailinformationen, die Checkpoints, die zugehörige virtuelle Festplatte mit ihrer Verwendung und dann, wie immer im Windows Admin Center, gleich so ein paar Performance-Werte, CPU, Memory, Netzwerk, IOPS per Second, Durchsatz, der hier auf dem System da ist. Das finde ich ganz cool. Ich kann mich dann auch konnektieren, Settings, Shutdown, Save, New Checkpoint, Rename. Hier unter den Pünktchen dann immer so die weiteren Aktionen wie Export und Replikation.
Und es gibt natürlich auch eine Summary. Das bedeutet, wenn ich hier viele VMs hätte, dann sehe ich hier, wie viele sind davon an, wie viele sind aus, wie viele Ressourcen von meinem Host sind in Verwendung. Also mir gefällt das sehr gut. Aber wie gesagt, ein Tipp, installiert auf dem System, wo ihr das Windows Admin Center nutzt, auch noch den Hyper-V-Manager. Den wird man von Zeit zu Zeit einmal benötigen. Jetzt sagte ich ja, ich will da mal reinschauen. Also interessanterweise habe ich einen Error wegen dem Switch, aber den hat er erstellt, der ist dran. Ah ja, Installation von Rollen und Features, der ist ja immer noch bei 92%. Jetzt würde ich mal dem Rat aus dem Chat folgen und würde sagen, na, ich lade die ganze Seite da einfach nochmal neu, das Windows Admin Center. Und jetzt schauen wir mal, was da jetzt los ist. Ja, ich habe hier No Notifications for Current Session. Errors, Warnings, Active, Info. Das ist natürlich jetzt eine neue Session, da ist das entsprechend raus. Aber wenn ich jetzt auf meinen Host gehe, ja, hier den Elfer, wo wir die ganze Zeit waren, dann sehen wir ja letztendlich, ob der in einem ja, sauberen Zustand ist. Also da war es wirklich so, dass irgendetwas hing. Die Aktionen laufen zwar im Hintergrund, aber da hat er irgendwas nicht sauber refreshed. Gut, ich schalte einmal ganz kurz rüber auf die Präsentation, denn was wir gesehen haben, ist einmal das Thema Installieren und Konfigurieren von Hyper-V, Verwalten von virtuellen Maschinen. Wenn wir uns mal ganz kurz unterhalten über Azure Stack HCIOS und den kostenfreien Hyper-V-Server. Denn was ich ja gemacht habe in meiner Live-Demo, ich habe einen Server installiert, der Hyper-V-Host ist und das ist ein Windows Server 2019 Standard. Und dort habe ich die Möglichkeit, den entweder grafisch zu installieren oder als Server Core. Ich habe die Server Core Installationsoption gewählt. Jetzt bei dem kostenfreien Hyper-V-Server geht das nicht. Der kostenfreie Hyper-V-Server ist immer ein Server Core. Und auch das Azure Stack HCI Operating System, was es ja noch gar nicht gibt, aber was im Moment in aller Munde ist, wo Microsoft ganz viel drüber redet, das ist immer ein Server Core. Das heißt, es gibt von Microsoft zwei, mindestens zwei, vielleicht gibt es auch mehr, jetzt muss ich mal nachdenken. Es gibt mindestens zwei Operating System Varianten, die sich nur als Server Core installieren lassen. Es gibt noch einen weiteren. Es gibt nämlich ja noch den Semi-Annual Channel. Den habe ich ganz vergessen. Der Semi-Annual Channel für den Windows Server ist die Vertriebsform oder der Pfad des Windows Servers, wo wir zweimal im Jahr eine neue Version haben. Im Semi-Annual Channel gibt es einen Server Standard und einen Server Data Center. Aber stark eingeschränkt von den supporteten Szenarien. Der Semi-Annual Channel ist nur für Container-Workloads empfohlen und eigentlich auch nur dafür so richtig supported. Und der Semi-Annual Channel, der lässt sich auch nur als Server Core installieren. Auch dort gibt es keine GUI. Im Long-Term Servicing Channel haben wir ja den Windows Server 2019. Und da gibt es natürlich eine grafische Oberfläche und auch für den nächsten Windows Server wird es eine grafische Oberfläche geben. Also da bitte nicht verunsichern lassen. Auch der Windows Server vNext wird eine GUI haben. Also so ist die Aussage von Microsoft im Moment auch ganz offiziell. Jetzt ist, solange ein Produkt nicht veröffentlicht ist, natürlich immer noch möglich, dass sich was ändert. Also theoretisch können sich auch Microsoft überlegen, wir bringen keinen nächsten Windows Server. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil die nächste Version des Windows Servers ist angekündigt. Es ist angekündigt, dass es eine GUI geben wird. Und es ist ja ein Riesenbedarf da. Ich erkläre dazu ja immer, wenn dann so Gerüchte aufkommen, überlegt euch doch mal, ob das Produkt gebraucht wird oder nicht. Also zum Beispiel der Server Essentials, den wird es ja nicht geben in der nächsten Version. Da ist es aber halt so, dass der wirklich nur in homöopathischen Dosen am Markt dann wirklich aufgetaucht ist. Das heißt, es gab sehr wenige Installationen mit dem Server Essentials. Windows Server hingegen gibt es en masse und mehr als, ja, offizielle Zahlen kenne ich nicht, aber bei den
Ja, Szenarien, die ich kenne, sind es über 98%. Ich glaube, laut Microsoft irgendwo über 90% der Server sind grafische Server. Das heißt, der Server Core, den kann den noch nicht komplett ablösen. Aber der Server Core, der wird schon immer interessanter. Wir haben es bei mir bei meinem Hyper-V-Host gesehen, sehr unkompliziert. Ja, das funktioniert gut. Wenn das Windows Admin Center jetzt noch ein bisschen ausgebaut wird, ganz problemlos. Und das ist schon die bessere Option. Also ich würde es euch auch empfehlen, beschäftigt euch damit. Nicht, weil der nächste Server keine GUI mehr hat, aber weil die GUI nicht weiterentwickelt wird. Das heißt, die GUI von dem Windows Server vNext wird so aussehen, naja, wie im Windows Server 2019, sage ich jetzt mal. Tatsächlich wird es halt so aussehen wie im Windows 10, das dann dort zu dem Zeitpunkt aktuell ist. Da ist es typischerweise dran angelehnt, wir werden keine neuen Funktionen darin finden. Wir können schon heute über die GUI nicht die Nested Virtualization konfigurieren. Wir können schon heute über die GUI nicht das Switch Embedded Teaming konfigurieren. Und der nächste Windows Server wird natürlich weitere neue Features haben, sonst brauchen wir ihn nicht. Also der wird neue Funktionen haben, die es für uns interessant machen, auf den zu migrieren. Und die werden wir nicht über die GUI verwalten können, sondern diese neuen Features werden wir verwalten über das Windows Admin Center oder über die PowerShell. Naja, und dann ist es für mich wiederum eigentlich relativ egal, wenn ich den Server als Server Core installiert habe. Aber zurück zum Ausgangspunkt. Kostenfreier Hyper-V-Server und Azure Stack HCIOS gibt es nur als Server Core. Was ich bei beiden wissen muss, sowohl Azure Stack HCIOS als auch kostenfreier Hyper-V-Server, die enthalten keine virtuellen Windows-Server-Nutzungsrechte. Und das ist natürlich gerade ein wichtiger Punkt bei dem kostenfreien Hyper-V-Server. Da steht ja kostenfrei im Namen drin. Ja, aber wenn ich auf dem kostenfreien Hyper-V-Server eine VM betreibe mit Windows Server, dann muss ich den Host schon wieder so lizenzieren, dass ich diese VM betreiben darf. Und dann könnte ich ja auch den Hyper-V-Host als Server Core aus der Standardlizenz installieren. Das ist das, was ich machen würde. Das heißt, der kostenfreie Hyper-V-Host hat vielleicht eine Daseinsberechtigung für eine VDI-Infrastruktur, wo ich also nur Clients virtualisiere, für eine Umgebung, wo ich vielleicht nur Linux virtualisiere. Für eine Testumgebung finde ich nicht unbedingt, dass er angebracht ist, weil wenn ich Testversionen virtualisiere, dann könnte ich ja auch aus so einer Evaluationsversion heraus Hyper-V nutzen. Interessant könnte der kostenfreie Hyper-V-Server noch sein, wenn wir eine neuere Hyper-V-Version nutzen wollen, unser Workload aber älter ist. Auch das würde natürlich funktionieren. Das Azure Stack HCI Host Operating System, das ist ja sogar über ein Pay-per-Use-Modell kostenpflichtig. Da zahle ich ja etwas pro Core pro Monat, nämlich $10. So sieht es die aktuelle Planung vor. Trotzdem habe ich keine virtuellen Nutzungsrechte. Das hängt aber nicht an der Server-Core-Installation, sondern es hängt an den zwei speziellen Editionen. Wenn wir so machen wie ich, dass wir den Server-Core installieren, basierend auf einem Windows Server 2019 Standard, dann haben wir auf dem lizenzierten Host zwei virtuelle Nutzungsrechte. Und wenn wir mit Data Center installieren, haben wir unlimitiert viele virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Naja, und damit kann ich mich nochmal auf meine virtuelle Maschine konnektieren. Die müsste jetzt ziemlich fertig sein zum Abschluss. Die ist running. Ich mache hier ein Connect. Das möchte ich hier durchführen. Jetzt haben wir ja auch alles passend konfiguriert und vorbereitet. Ich habe eine Basic Session, die hier gerade aufgebaut wird. Das ist für mich auch fein. Und wir sehen, ich bin so bei dem Standard-Onboarding. Ich brauche hier ein Kennwort. Oh ja, ein Kennwort. Muss ich bestätigen. Und hier gibt es so einen netten Bug, sage ich mal. Wenn ich hier das nicht in mein Fenster reinbringe, ja, und hier unten klicken will, das geht einfach nicht. Der springt immer wieder hoch. Also hohe Bildschirmauflösung ist schon mal hilfreich, dass ich da nicht scrollen muss. Ich könnte mir aber auch behelfen, indem ich da rauszoome, sodass das Finish hier ist. Und dann kann ich klicken und kann meine Setting finalisieren, aber dass ihr da nicht verzweifelt. Das funktioniert ja einfach mit dem Scrollen an der Stelle nicht. Das heißt, wenn ihr dort irgendwelche Buttons erreichen müsst, könnt ihr zwar hinscrollen, aber sobald ihr klickt, springt das wieder hoch. Und
Da würde ich mindestens Full-HD-Bildschirmauflösung haben, gerne auch mehr. Wenn es dann immer noch nicht hinhaut, dann könnt ihr hier auf der Webseite zoomen, um den Bereich hier reinzubekommen. Gut, damit ist unsere erste VM hier auf dem Server-Core fertig. Weitere wären natürlich jederzeit möglich. Gut, damit sind wir zeitlich auch schon wieder ziemlich am Ende. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Wir könnten uns heute in der Woche zum Thema Server Core nochmal sehen, beziehungsweise hören Server Core als Host für weitere Dienste. Wir werden im Lauf dieser Woche auch den Dezemberplan veröffentlichen unter manfredhilber.de/download, denn auch dort haben wir natürlich wieder ein Server-Thema und ein, sagen wir mal, allgemeines Thema. Lasst euch da mal überraschen, aber wir haben auf das jeden Fall schon besprochen, was wir dann ab 30. November machen, weil unser Dezember startet ja schon am 30. November. 9 Uhr haben wir im November das Thema Microsoft Teams Room System. Vielleicht sehen wir uns da. Und vielleicht seid ihr ja auch bei unserem letzten großen Event für dieses Jahr dabei, dem WBSC Webday zum Thema Modern Workplace. Wir haben tolle Veranstaltungspartner mit tollen, nicht nur Vorträgen, sondern auch Preisen, die dort verlost werden. Es gibt dort Notebooks, Audiogeräte und so weiter. Es lohnt sich also dabei zu sein, nochmal so kurz vor Weihnachten dort tolle Preise dann mitnehmen. Und es geht nicht nur um Client. Der erste Tag, da ist zwar viel zum Thema Client, aber am zweiten, dort haben wir dann auch was zum Thema Windows Server 2019 als moderne Infrastruktur für den modernen Arbeitsplatz mit Live-Demos von mir, wie immer. Da freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Kostenfrei anmelden könnt ihr euch unter manfredhelber.de/webday, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und es ist unser dritter Webday. Im Februar kommenden Jahres wird es dann den nächsten Webday geben. Im Dezember machen wir keinen. Da ist typischerweise dann so im Jahresend, ja, Geschäft viel anderes zu tun. War zumindest der Vergangenheit immer so das Feedback. Vermutlich ist es dieses Jahr auch wieder so. Im Januar ist dann sowieso immer ein bisschen ruhiger, aber am 17. Februar haben wir den nächsten Webday. Auch der wird im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden. Es geht also nächstes Jahr weiter. Und unser letzter Webday war ja Ende Oktober zum Thema Exchange und Exchange Online. Wer das verpasst haben sollte, kann unter manfredhelber.de/webday die Aufzeichnungen nochmal anschauen. Oder natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Und da war vorher im Chat schon eine Frage, Mensch, da gab es doch ein Buch. Woher weiß ich denn, ob ich das Buch gewonnen habe? Dazu wichtig, wer sich für das Buch registriert hat, das war kein Gewinn, sondern das war eine Zusage. Ihr bekommt das Buch. Und da haben sich 198, glaube ich, dafür registriert. Wir hatten insgesamt im Laufe des Tages 800 Zuschauer, aber es hat sich natürlich nicht jeder registriert. Es haben uns einige angeschrieben, die sagten, sie hatten das Buch schon. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn es dann nicht jemand einfach nochmal mitnimmt und dann verstaubt es im Regal, weil das sind für uns natürlich auch Kosten an der Stelle. Und es hat halt der ein oder andere auch den Gewinncode oder den Registrierungscode, jetzt habe ich es falsch gesagt, den Registrierungscode verpasst. Wer sich auf der Website registriert hat und den Code eingegeben hat, der bekommt auf jeden Fall ein Buch. 198 Stück waren es, wie gesagt, oder 198, die sich registriert haben. Die sind mittlerweile auch alle verschickt worden. Wir haben nicht mit ganz so vielen Registrierungen gerechnet, deswegen hatten wir zuerst eine Charge von circa 100 Büchern. Die sind vor einer Woche ungefähr verschickt worden. Deswegen hat der ein oder andere im Chat auch schon geschrieben, ich hab's schon. Und andere sagten, bei mir ist nichts angekommen. Wenn wir also davon ausgehen, dass ihr euch in dem Formular richtig registriert habt, dann ist es so, dass die zweite Charge heute verschickt wurde. Das heißt, da müsstet ihr im Laufe der Woche dann das Buch bekommen. Wir haben das chronologisch gemacht. Das heißt, die ersten 100, die sich registriert hatten, die haben das Buch schon. Und die nächsten 100, die bekommen es im Laufe der Woche. Wir mussten da einfach nochmal nachordern. Aber ich gehe fest davon aus, dass ihr es bekommt. Wenn ihr also Ende der Woche keins haben solltet, dann hören wir uns ja am Montag wieder zu den Terminen. Dann schreibt es gerne nochmal in den Chat rein. Dann kann ich nämlich auch mal schauen, ob ihr euch überhaupt registriert hatte, ob also derjenige, der da noch kein Buch hat, auf der Liste war, ob es also vielleicht ein Versehen auf unserer Seite war oder ob einfach die Registrierung gefehlt hat. Ja, unser erster Webday war zum Thema Azure Stack HCI. Auch
Da gibt es die Aufzeichnungen und Azure Stack HCI ist ein gutes Stichwort, weil zum Thema Azure Stack HCI soll ja noch im Laufe diesen Jahres das Azure Stack HCI Host Operating System auf den Markt kommen, das heißt dieses neue Betriebssystem. Und genaues Datum dürfen wir, glaube ich, noch nicht offiziell sagen, aber es kann ja, wenn es dieses Jahr sein soll, nur irgendwann im Dezember sein. Ja, oder im November noch, der ist ja auch noch 2 Wochen. Auf jeden Fall werden wir im Server-Track im Dezember das Thema Azure Stack HCI mit Fokus auf dem Azure Stack HCI Host Operating System machen. Auch das wird veröffentlicht im Laufe dieser Woche unter manfredhelber.de/download. Denn da wird es, wenn dann das Betriebssystem da ist, sicher nochmal ein paar Updates und Details geben, über die wir dort sprechen können. Ja, und damit sage ich euch vielen Dank für eure Zeit. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt es gerne in den Chat rein. Da bin ich noch ein paar Minuten online. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am kommenden Montag wieder hören. Und am Freitag, wisst ihr ja, ist entweder unser Partner-Support oder unser WBSC-Talk-Gastgespräch auf YouTube, auf den YouTube-Kanälen von mir und vom Sven Langenfeld um 12 Uhr. Und das ist diesen Freitag der Fall. Also am kommenden Freitag um 12 Uhr haben wir dort zwei tolle Gäste. Und zwar geht es dort um das Thema, was mit dem Open-Programm passiert. Weil ihr habt sicher schon gehört, dass das Open-Programm, ja, sagen wir mal, beendet wird. Das Open-Volumen-Lizenzprogramm und diese Dinge in Zukunft über CSP abgewickelt werden. Und da gibt es natürlich einige Fragen dahinter. Was wird aus der Software Assurance? Kann ich Dauerlizenzen bekommen? Wie sieht es mit Subscriptions aus? Und so weiter. Das ist unser Thema am kommenden Freitag mit zwei Gästen von Microsoft. Und der Sven Langenfeld ist natürlich wie immer auch mit dabei. Damit euch vielen Dank für eure Zeit. Einen schönen Tag. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt es in den Chat rein. Und ich freue mich, wenn wir uns am kommenden Montag wieder hören zum vierten Termin von dem Focus Windows Server 2019 als Server Core. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.